So, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, Gänsehaut, das Haus der blutigen Schwestern. Ja, holla, die Waldfee, da geht doch wieder der Punk ab. Das Ganze aus der X-Rated-Reihe, ja, also geil, X-Rated ECC. Nummer, was ist das denn hier, die 64? So, machen wir einfach mal auf, ich bin schon ganz heiß. Schon ewig her habe ich so das Gefühl, dass mal hier so ein X-Rated-Film kam, oder? Wurde mal jetzt wieder Zeit. So, habe ich jetzt auch mal gesagt. Gucken wir einfach mal rein. Gibt es in 4 Covern übrigens, ja, falls ihr euch fragt, was ist hier eigentlich los. 4 verschiedene Artworks. Ist eine alte Kamelle aus dem Jahr 1969. Regisseur war, wie heißt er dann, der Kerl? Michael Armstrong, kann ich mich noch erinnern. Ja, hat doch auch hier Hexen bis aufs Blut gequält gedreht. Auch ein cooler Film, ja. Ansonsten weiß ich gar nicht, hat er überhaupt noch was gemacht, was anderes? Keine Ahnung. Egal. Also, Gänsehaut. Im Original heißt er übrigens The Haunted House of Horror. Ne? Steht auch hier unten, kann man auch gut lesen. So, gibt wie gesagt Cover B, C, D. Man hat sich bei X-Rated dazu entschieden, jedes Cover-Artwork auf 222 Stück zu limitieren. Jo, mein Gott, das ist so ein alter Schinken, da kauft vielleicht nicht jeder, okay. Ja, also lief im Fernsehen übrigens auch noch nie, also nicht, dass ich wüsste. Und kam früher sogar im Kino und auf Video nur geschnitten raus. Ne? Also auch was ganz Besonderes, weil deswegen besonders X-Rated natürlich so einen Scheiß nicht macht. Ja, die sagen, Arschlecken, rasiert, hier gibt's Uncut. So, und deswegen wird das Ding auch dann gekauft. So, aus lauter Solidarität, sage ich jetzt mal. Cover B, für alle, die es vielleicht interessiert, ist das alte VPS-Videocover. Habe ich so ein bisschen gehadert mit mir, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil, ja, was soll ich jetzt sagen? Schaut es euch an, dann wisst ihr vielleicht, warum. Ich habe mich dann letztlich hier zu Cover C entschieden, weil ich weiß nicht, ob ich dann wieder hier zensieren müsste oder ob mir möglicherweise YouTube dann hier das Ganze zensiert, wenn ich dann hier ein paar freizügige Fotos hier präsentiere. Man ist da so ein bisschen kleinlich dabei bei YouTube. Ja? Die mögen das nicht. Ja? Die haben irgendwas gegen nackte Haut, glaube ich. Jedenfalls komisch, ja? Weil hier geht es ja um Gänsehaut. Das Haus der blutigen Schwestern. So, ich glaube, ich habe den Film gesehen. Ich weiß es aber nicht. Ich muss mir es halt angucken und dann fällt es mir wahrscheinlich wieder ein. Wenn, dann ist es ewig her. Also dann muss es wirklich ewig her sein und natürlich auch dann nur geschnitten. Ne? Ach, es ist ein Drama früher gewesen mit diesem ganzen geschnittenen Scheiß. So, gucken wir uns einfach mal den Buchrücken an. X-Rated, na klar, Horror House. Und dann hier unten der dezente Hinweis auf die European Cult Collection 64. Es ist Wahnsinn, ja. Also Eurocult, European sage ich, Entschuldigung, Eurocult Collection 64. Es ist Wahnsinn, dass schon 64 Ausgaben jetzt draußen sind. Und also wenn es nach mir geht, kann er immer weitermachen. Ja? Das ist einfach cool. So, jetzt gucken wir uns einfach mal hier die Rückseite an von dem ganzen Gedöns. So, ein paar Fotos, klar. Ist immer wieder dasselbe von der Aufmachung bei X-Rated. Das finde ich auch so geil, ja, dass man sich da nicht immer umstellen muss, sondern man weiß, was man kriegt für seine Kohle. Und ein Buch nach dem anderen harmoniert einfach herrlich. Ja? Also super, bitte einfach so weitermachen. 16-seitige Szene Brarum Booklet von Martin Beine. Ja, wie geil ist das denn? Sei gegrüßt, mein Lieber. Du schaust doch zu. Ich weiß das ganz genau. Ja? Freust dich doch. So, dann haben wir hier exklusive Audiokommentar von Kai Naumann. Kai Naumann. Heißt er nicht Gerd? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Kai Naumann. Ach, na, da steht's doch. So wie Gerd Naumann. Natürlich, okay. Dann haben wir hier noch den Matthias Künecke und den Christopher Klese. So, wunderbar. Dann haben wir, was haben wir denn sonst noch drauf? Hier, plus Tenebrarum HD Special Gänsehaut, die Leidensgeschichte eines Films. Cool. Ja,
Auch von Martin Beine. Na, da bin ich ja ganz, 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 ganz gespannt. Ja, was haben wir sonst noch so drauf? Ein Trailer haben wir noch drauf. Wir haben noch einen Alternativ-Trailer dabei und Werbematerial natürlich und so weiter und so fort. Hier haben wir ein bisschen Inhaltsangabe zu dem Ganzen. Und hier unten die technischen Daten nochmal. Lauflänge in DVD und im Blu-ray natürlich dann ein bisschen länger, ist doch klar. Tonformat liegt in Deutsch und Englisch vor. Bildformat in 1:66:1. Das ist auch meines Wissens, ja doch, ist es hundertprozentig, es ist das Originalformat wie Anno Tobak, ja, wie 69, wie der Film auch gedreht wurde. Da wurde nichts gezoomt oder so. So, hier nochmal der Hinweis auf Mediabook HVC und hinten nochmal der Hinweis auf die Nummerierung, auf die Limitierung von 222 Stück. So, genug habe ich geschwätzt. Wir schauen es uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Ui, es knarscht. Natürlich muss es knarzen, ist doch klar. Ne? Also halt, alter Film, da muss knarzen. Ah ja, geil. Die Türen und so in dem Film, die knarzen auch alle, könnt ihr sicher sein. So, hier haben wir Blu-ray-Disc, limitiert, Limited Edition, ich habe die 185. Ja, wie geil ist das denn? Das war genau meine Wunschnummer. So, hier, seht ihr, immer wieder dasselbe, ja, das ist also, brauchen wir nichts drüber reden. So, jetzt gucken wir uns hier das Tenebrarum-Booklet an. The Haunted House of Horror. So, langsam glaube ich, muss ich meine Lupe rausholen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird die Schrift immer kleiner oder meine Augen werden mit den Jahren immer schlechter. Also ich muss mal zum Augenarzt gehen. So, Begutachtung einer Ruine. So. Da hat sich Martin Beine wieder die Finger wund geschrieben. Ich finde es so geil. So, ich bin echt gespannt und ich schwöre, ich lese das Ding. Ich lese es einmal durch und nochmal quer und überhaupt von vorne bis hinten und von hinten bis vorne. So, doppelt getackert das ganze Ding und schön mittig eingeklebt. Ja, so muss es doch sein. So, Bilder könnt ihr natürlich beim lieben Martin überhaupt nicht erwarten oder ganz, ganz wenig, auch mal ein paar Plakatmotive vielleicht. Ja, weil wenn der ja nicht im Flow ist, ja, wenn er im Flow ist und schreibt, ja, dann ist kein Platz mehr für Bilder. Ja, wir sind doch hier nicht beim Bilderbuch, wir sind hier in einem Booklet. In einem Booklet, wo sehr, sehr präzise, detailliert auf einen Film eingegangen wird. So, ja, und dann hinten raus nochmal ein schönes Abschlussfoto mit allen Informationen, Text und Gestaltung. Der gute Martin. So, hinten raus dann nochmal das ganze Ding auf DVD. Kein Bonusfilm diesmal dabei. Gänsehaut Horrorhaus. Mhm. Auch hier sieht es genauso aus. Wunderbar. Finde ich eine wunderbare Veröffentlichung eines alten Klassikers aus den 60er Jahren. Ja, gibt es doch nichts zu sagen. Schick. Schickes Ding und eine wirklich schöne Abwechslung zu diesem ganzen neumodischen Gedöns, was da immer so auf den Markt kommt. Ich liebe die Reihe. Es ist nicht jedes Mal ein absoluter Top-Film. Ja, nicht, dass er mich falsch versteht. Ich möchte ja auch nichts hypen oder so. Aber es ist immer mal wieder so eine willkommene Abwechslung. Man weiß, da kommt wieder mal ein Film aus der Mottenkiste, ein Oller Schinken, aber der ist so gut wie möglich aufpoliert worden. Ja, man gibt sich da wirklich echt viel Mühe. Und vor allem, ihr könnt auch sicher sein, er ist endlich mal ungeschnitten verfügbar. Kriegt er doch nirgendwo. Ja? Versucht mal irgendeine Plattform, eine Streaming-Plattform zu finden, wo er diesen Film bekommt. Uncut. Gibt's nicht bei Prime, gibt's nicht bei Netflix und auch nicht bei RTL Plus. Ich glaube, bei Disney Plus gibt's das auch nicht. Und deswegen haben diese physischen Medien einfach nach wie vor ihre Berechtigung. Und ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lange weitergeht. Ja, das war doch ein richtig gutes Schlusswort, finde ich, zu der tollen Mediabook-Veröffentlichung von X-Rated, Gänsehaut, Horror House. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.